Kit Teil 4, der Zusammenbau. Jetzt geht's endlich ans Eingemachte, auf das, worauf alle warten und ich auch, also an den Zusammenbau von dem ganzen Bausatz. Und wie ich in den vorderen Teile schon mal erwähnt habe, kümmere ich mich zuerst mal ganz kurz nochmal dem Hals-Korpus-Übergang. Jeder weiß, oder jeder Gitarrist weiß, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist zur Schwingungs- und zur Tonübertragung, vor allem zur Schwingungsübertragung, weil da eben das Holz auf Holz liegt und da darf halt einfach nicht so viel Spiel sein, da muss einfach guter Kontakt da sein. Und da das jetzt ja nicht so die super hochwertige Gitarre ist, das ist kein Gibson, das ist kein Fender, das ist nicht einmal Ibanez oder was, um eben da vielleicht ein bisschen was rauskitzeln zu können, schaue ich, dass wenigstens der Hals-Korpus-Übergang sauber ist. Dann habe ich jetzt mal Schleifpapier vom Klingschleifer, und zwar einmal 120er Schein und eine 320er Schein. Ja, mit den zwei Scheiben werde ich jetzt die Aufnahme hier nochmal ein bisschen abschleifen. Die ist nämlich ziemlich rau gearbeitet. Beim Hals ist es schön glatt, da tue ich bloß die Bohrungen. Da sind ein paar so Grate, die wir wegmachen. Und hier eben mit dem Schleifpapier das nochmal ein bisschen glatter machen. Und ich fange natürlich erst mit dem Groben an, mit dem 320er Papier. Man sieht jetzt schon, und zwar, der Body ist ja vorbehandelt. Der ist von Thomann oder Halibenten schon so vorbehandelt, dass man sofort lackieren kann. Also das heißt, da ist schon so eine Art Grundierung drauf. Und das sieht man jetzt gerade, weil da ist natürlich die Grundierung auch drauf gewesen. Und jetzt, indem ich das, jetzt beim Schleifen merke ich, dass das runtergeht. Also merkt man schon, dass da was drauf ist. Und ich passe jetzt auch auf, dass ich nicht da an diese Backen da hinkomme, damit ich da nichts wegnehme, weil das da eh schon ein bisschen Spiel hat. Sondern einfach nur die Basis da. Und nicht zu viel, einfach nur ein bisschen anrauen. So. Okay, wieder Kompressore. Jetzt passt gleich das Papier weg. So, und jetzt arbeiten wir mit dem feinen 320er noch ein bisschen nach. So, jetzt ist es glatt wie ein Babypopo. Kein Vergleich zu vorher. Wunderbar. So, das gleiche Spiel mit der Halsrückseite. Wie gesagt, da mache ich jetzt nur, ja, ich gehe jetzt bloß mit dem Feinen da ein bisschen drüber. So, ja, ist auf jeden Fall besser. So, wie ich schon mal erwähnt habe bei den Mängeln, ist mir aufgefallen, dass da nach oben und unten Spiel ist in der Aufnahme. Jetzt habe ich schon versucht, mir so winzige Holzsplitter zu holen. Also die kleinsten, wo ich irgendwie noch heute schon gefunden habe, aber ich kriege die da ganz schön schwer da rein. Also ich muss jetzt mal noch schauen, ob ich die da reinkriege. Wenn nicht, dann war es einfach ohne. So, jetzt startet der Zusammenbau. Ein bisschen was habe ich schon vorbereitet. Zur Anleitung, also die Anleitung ist wirklich gut beschrieben. Ich werde jetzt so nach und nach, wie es in der Anleitung beschrieben ist, nach der Reihenfolge den Bausatz zusammenbauen. Kleiner Hinweis noch, diese ganzen einzelnen Tüten sind nicht beschriftet, also ein bisschen aufpassen, dass man nicht das Falsche erwischt. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Werkzeug natürlich besorgt. Die Gibson steht da hinten, weil ich mir gedacht habe, okay, ich hole mir die mal zum Spicken. Also wenn man mal irgendwas schnell nachschauen muss, wie es denn da gemacht, zum Beispiel bei den Mechaniken oder was, dann kann ich schnell bei der Gibson nachschauen, wie das da gemacht ist. Ja, also, und der erste Schritt ist jetzt der, ja, die Montage von den Mechaniken. Also drei links, drei rechts.
die Öhrchen nach unten. Das ist ganz einfach. Kommt einfach da rein. Dann kommt die Gewindehülse. Halt zuerst die Beilagscheibe oben drauf. Gewindehülse rein. Dann wird das Ganze festgeschraubt. So, hier sehen wir die Rückseite. So können wir das Ganze sauber ausrichten. Ah ja, ich sehe gerade, da sind auf der Rückseite der Kopfplatte sind sowieso schon die Löcher vorgebohrt, wo dann diese kleinen Schrauben dann eingelassen. Das hilft natürlich ungemein. Ich wollte jetzt bloß auf diese Löcher ausrichten. Das ist natürlich sehr praktisch. Also es sind auch drei Ersatzschrauben dabei. Sehr nett. So, ich habe jetzt die Schrauben auf der Rückseite noch nicht ganz angezogen. Dann kann ich jetzt erst nochmal hier die Mechaniken sauber ausrichten von oben. Und das jetzt hier festziehen. So, damit ist die Kopfplatte fertig montiert. Oder besser gesagt, die Mechaniken. Es fehlt ja noch die Truss-Rod-Abdeckung. Noch ein Wort zu den Mechaniken. Also ich habe die jetzt zum Schluss nochmal mit der Ratsche nochmal festgezogen, dass das gescheit sitzt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Entscheidender Schritt, und zwar die Hochzeit. Das heißt, Montage vom Hals und Korpus. Ja, wie gesagt, das hat immer noch hier so ein Spiel, das ich leider nicht wegkriege, aber wir probieren es jetzt einfach mal ohne und schauen, wie das dann sitzt. Hier sind die Montageschrauben und das Montageblech. Ich schraube jetzt erst einmal die Schrauben, ne? Aha. Die Bohrungen passen nicht. Scheiße. Das ist natürlich Mist. Ah, bin ich blöd? Habe ich das Ding falsch? Ah ja, ich bin. Es liegt an mir. Das ist nicht ganz quadratisch. Okay. Jetzt schauen die da diagonal, schauen unten raus. Jetzt schauen wir mal. So, alles fest angeschraubt. Ich bin immer gespannt, ob das gerade ist. Naja, ein bisschen schief ist es schon. Ja, wo bin ich denn? Ein bisschen schief ist es. Es liegt eben halt daran, dass es da, also ich habe jetzt hier einen Spalt und ich habe hier einen Spalt. Und das liegt eben daran, dass die das größer ist als da. Genau das Problem, was ich befürchtet habe. Der Hals sitzt leicht schief, sonst
ist er schon fest. Aber er sitzt leicht schief. Da muss ich mir nochmal schauen, ob ich nicht doch irgendwas finde, was ich da reinmachen kann. So, ich habe mir jetzt doch noch ein paar so kleine Holzsplitter geholt. Und habe jetzt einmal hier einen mit Hammer und Meißel hier eingeschlagen. Das ist jetzt nicht die feine englische Art. Naja, wie im ersten Video schon gesagt, wie bei so alten, schlechten Fenders aus der CBS-Ära. Die haben das damals auch so gemacht und habe ich das jetzt auch so gemacht. Akkuschrauber mal geholt, weil das doch ein bisschen schneller geht. Dann schauen wir, ob das jetzt was gut ist. Ja, ich glaube, dass was gebracht hat, weil es ist jetzt hier dieser Holz, da ist jetzt dieser Holzkeil drin und jetzt ist das hier parallel und da ist auch der Halsfuß mit der Aufnahme parallel, nur ist halt hier jetzt der Spalt. Nochmal in der Nahaufnahme, jetzt, dass man das gescheit sieht. Unten sieht man jetzt den Spalt, aber es ist parallel und oben ist bündig. Also lass es jetzt einfach mal so. Und dann geht's weiter. Nächster Schritt ist die Montage der Elektronik. Also das, was hier schon vormontiert ist. Das heißt, es soll nichts gelötet werden müssen. Schauen wir mal, also hier ist eine offene Ader, mal schauen, wo die da hinkommt. In der Anleitung ist das Ganze erklärt, wo was hin muss. Ich halte mir jetzt einfach mal da dran. Ich fange mal mit dem Toggle Switch an. Dreht sich natürlich da unten jetzt alter weiter. Ich mag das einmal, wenn der Toggle-Switch so in Schlagrichtung ist, dann kann man den leichter umschalten. Dann montiere ich den jetzt leicht schräg. Das wird vom Preview mal trotzdem dort. Und hoffe mal, dass er jetzt also genau in der Position bleibt. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Keine Ahnung. Schauen wir bei der Les Paul. Bei der Les Paul ist oben nur ein Ring, hier sind zwei. So, ich habe die Potties und Buchse und den Schalter jetzt mal montiert. So schaut es von hinten aus. Ja, und was ich natürlich jetzt nicht so genau weiß ist, ob ich es jetzt richtig gemacht habe, ob jetzt das unten Bridge-Tonabnehmer und das da um Hals-Tonabnehmer ist. Weil das ist nicht so ganz ersichtlich. Das schließt mir jetzt mir gerade nicht. Die Chance ist 50-50. Ich hoffe mal, das passt. Wenn es nicht passt, dann muss ich es dann wieder umbauen. Tone Potties erkennt man immer dran, dass ein Kondensator dran ist. Nur so zur Info. So von vorne. Ich habe jetzt bloß da, damit man das gescheit festschauen kann, habe ich einfach diese Rhythm Treble Platte da mit Klebeband da ein bisschen festgemacht, damit die da nicht so rumeiert. So, weg damit. Ja, Klinkenbuchse habe ich montiert. Dann schauen wir mal. Ob, ja, wie gesagt, das ist, bleibt spannend, ob jetzt die zu den richtigen Tonabnehmern zugeordnet sind. Wenn nicht, muss ich es nochmal umbauen. Wichtige Info nur.
Darum liegt da jetzt meine alte Ibanez. Die habe ich jetzt auch noch mal geholt. Jetzt schaut euch mal das. Ja, das E-Fach an. Und jetzt mal hier von meiner Ibanez, von meiner alten. Also erstmal kann man erkennen, ich habe da schon mal die Volume Potties, die habe ich schon mal getauscht, die sind ja ordentlich größer und sind ein bisschen besser. Und das ist abgeschirmt, da ist innen Graphitlack drin, so wie das bei jeder normalen E-Gitarre ist. Das E-Fach sollte mal so abgeschirmt sein, also hier seht ihr den Graphitlack. Und auch, das ist jetzt die Abdeckung vom E-Fach von der Ibanez, da habe ich bloß mal meinen Namen draufgeschrieben. Seht ihr, dass da innen Alufolie ist, das ist abgeschirmt. Und jetzt bei dem Selbstbausatz ist das E-Fach nicht abgeschirmt. Bei Humbucker Pickups ist es nicht ganz so dramatisch. Bei Single-Coil-Tonabnehmer sollte das schon abgeschirmt sein. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt auch keinen Graphit-Lack. Ich probiere es jetzt einfach mal ohne. Wenn ihr einmal so eine Gitarre baut, dann denkt mal drüber, dass man da innen vielleicht das nur ja, eben mit Graphit-Lack ausspritzt. Und die E-Fach-Abdeckung von der Harley Benton ist auch nicht abgeschirmt. Also daran denken, dass man das machen kann, ist vielleicht ganz sinnvoll. Okay, das mit der Vertauschungsmöglichkeit von Bridge und Halstoner Thema, das war natürlich jetzt ein kompletter Hirnfurz von mir. Das ist ja total egal, weil ich brauche nur das oder den Steckschuh, ich muss einfach nur das mit dem richtigen Pickup verbinden. Also das passt schon. Okay, jetzt montieren wir mal die Pickups und das Schlagbrett. So, wir montieren jetzt das Pickguard mit den Pickups. Hier der lose Draht von vor, das ist das Erdungskabel, das ist in der Anleitung gestanden, ich soll das jetzt einfach mal hier durchführen. Bin aber gespannt, wo das dann hinkommt. Normalerweise gehört das sowas ungelötet. Schauen wir mal. Zum Pickguard. Ich habe jetzt da, weil da ist ja hier, ist ja die Führung für die Kabel. Und dass es da sauber läuft, habe ich das jetzt einfach mal da mit meinem guten alten Malerkrepp da ein bisschen fixiert und so das so zusammen gemacht. Und das muss ja dann da durchgeführt werden. Das fügen wir jetzt mal hier ein. Also. Die Kabel, die müssen jetzt da durch das Loch. Also ist auch gelb ist Halstonabnehmer, rot ist Bridge-Tonabnehmer. Jetzt haben wir es farblich markiert, war nicht blöd. Die Zange ziehen wir durch. Gut. Das Erdungskabel kommt wieder zurück in die andere Richtung. Dann wieder die Zange. So. Dann setzen wir das. Schlagbrett mal ein. So, was ist jetzt mit dem Erdungskabel? Naja, das mit dem Erdungskabel, das schauen wir jetzt nach. Jetzt drehen wir es wieder um. Räder. Ziehen wir erstmal die Kabel da ganz durch. Hey, wo ist das andere? Ja. Dann müssen wir sehen, was ist. Also wie gesagt, gelb ist Halstonabnehmer. Halstonabnehmer muss man mit dem verbinden. Jetzt kommt dieser lustige Steckschuh, muss man jetzt verbinden. Okay. Das war es anscheinend schon. Tja, und dieses Erdungskabel, normalerweise muss das ja da irgendwo angelötet werden. Da muss ich jetzt nochmal schauen. So, also zur Erdung.
In der Anleitung steht, das Erdungskabel, das soll man quasi hier in dieses Stegloch führen und da einfach drin lassen und dann werden wir quasi die Hülse, die Gewindehülse vom Steg einschlagen, dass das dann befestigt ist und dass quasi damit die Erdung hergestellt ist, wenn man den Draht dann trifft. Das Ende von dem Draht war aber nur, keine Ahnung, 2, 3, 4 mm abisoliert. Das war mal ein bisschen zu unsicher, weil ich glaube nämlich, dass es scheiße ist, wenn man keine Erdung hat und berührt dann die Seiten. Ich glaube, kann man da nicht einen Stromschlag oder so kriegen? Ich bin mir sehr ganz sicher. Auf jeden Fall wird es jetzt so gemacht. Ich hoffe, man sieht das. Mal schauen, ob ich das ranzoomen kann, weil das ist echt... Ja, ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt sieht man es vielleicht. Krabbelt nur ein Viech rum. Ja, so kann man es sehen. Ich habe jetzt ein gutes Stück von dem Draht abisoliert, von dem Erdungsdraht. Hab den unter eine kleine Schramm gewickelt. Hab nur ein Ende überstehen lassen, dass der Draht nach oben raussteht. Und hab das jetzt da drin festgeschraubt, weil dann konnte es nicht mehr weg. Jetzt ist es auf jeden Fall hier fest. Ah, jetzt zieht man die Schraube. Und den Draht da drin. Jetzt ist das Erdungskabel fest. Und wenn ich dann die Gewindehülse da drauf schlag, später, dann trifft es auf jeden Fall den Draht und auch die Schraube und dann ist die Erdung wirklich hergestellt. Okay, also ich habe jetzt einmal bloß mal das Schlagbrett mit zwei Schrauben erstmal provisorisch befestigt, dass es nicht mehr abhaut. Habe die Kabel alle sauber durchgezogen und habe jetzt da wieder mit meiner Allzweckwaffe Malercap die Kabel ein bisschen neu gemacht, also ein bisschen festgemacht, dass die da nicht so rausrupfen. Jetzt haben wir hier nur die E-Fachabdeckung. Nächster Schritt ist jetzt eben einfach nur das da festschrauben und das Schlagbrett montieren und dann geht's weiter. So, als nächstes werde ich jetzt die Tunomatic und die Stoptail, das Stoptail-Piece montiert. Und zwar muss ich jetzt mit dem Gummihammer die Gewindehülsen einschlagen. Das sind jetzt die von der Tunomatic. Und gerade ist mir aufgefallen, bei der Tunomatic die Böckchen, das sind die einen drei sind in die Richtung und die anderen drei sind in die andere Richtung montiert. Jetzt habe ich extra nochmal geschaut bei der Gibson und bei meiner Ibanez, die Amatio-Pneumatik, wie es da ist. Und da sind die Böckchen alle in einer Richtung. Das heißt, ich muss drei von den sechs Böckchen muss ich dran. Und witzigerweise bei meiner Les Paul ist es so montiert mit den Schrauben quasi zum Arsch, also nach hinten. Und bei meiner Ibanez ist es andersrum montiert mit den Schrauben quasi Richtung Hals. Ja, ich werde die oberen drei, die werde ich tauschen. Aber jetzt werde ich erst einmal die Gewindehülsen da reinhauen. So, und jetzt das andere Loch mit der ominösen Erdung. Ich hoffe mal, dass das mit der Erdung jetzt auch hier hat. Das Kabel schaut auf jeden Fall mir entgegen. Dann klopfe ich jetzt das mal da rein. Und hoffe, dass es dann geerdet ist. Ich finde es sehr witzig, dass man das durch das Schlagbrett nicht durchhaut. War mir noch nie bewusst. Naja. Zack, so muss das sein. Und ja, die Schrauben kann man ja in die Höhe verstellen, darum mache ich das jetzt noch nicht fest. Jetzt muss ich erst einmal die Bridge da auseinanderbauen. Okay, soeben habe ich was Wichtiges über Tunomatic Bridges gelernt. Und zwar habe ich mal im Internet mal angeschaut, ja, wie das bei anderen Gitarrenmodellen ist mit der Tunomatic Bridge. Das Lustige ist, man kann die Böckchen da anscheinend gar nicht rausschrauben, weil da ist nämlich...
da drin, da ist ein Sprengring, das heißt, man kann die Schrauben nicht rausschrauben. Jetzt habe ich natürlich nicht gewusst, soll ich so rum hinbauen oder so rum hinbauen, weil meiner Meinung nach sollten die Seiten ja, ja von hinten über die Böckchen so drüber laufen, damit die da flach aufliegen und nicht ja, so kommen. Weil das ist meiner Meinung nach Seitenreißen ja eher vorprogrammiert, wenn die Seiten so vom Stop-Tail-Piece kommen. Witzigerweise, wenn man sich im Internet Gibsons anschaut oder auch Mel Gibson, die ich habe, dann ist das Tune-O-Matic so montiert, dass die Schrauben Richtung Stop-Tail-Piece schauen und alle Böckchen schauen in eine Richtung. Das heißt, die Seiten kommen alle von der flachen Seite. Dann haben wir Epiphone Les Paul angeschaut. Bei der Epiphone Les Paul ist es genauso wie bei der, die einen Böckchen sind in die eine Richtung und die anderen drei Böckchen sind in die andere Richtung. Und zwar ist es so, bei den tiefen Seiten wird die Seite von hier geführt und bei den hohen Seiten wird die Seite von hier geführt. Auch bei der Tone Pros, bei Thomann auf der Homepage haben wir geschaut, also Tone Pros Tune-O-Matic Stop-Tail Set für über 100 Euro. Da ist das auch wie bei der Gibson, nicht so wie bei der. Und das hier, man sieht ja hier, da sind irgendwelche so komischen chinesischen Schriftzeichen drauf, was Gott, wo das herkommt. Welches arme mongolische Kind oder was das da bastelt hat. Auf jeden Fall ist das anscheinend die billig Japan, China, was weiß ich, Asien-Variante, die ja auf Epiphones verbaut wird. Aber mein Gott, dann verbauen wir es halt so. Also. Das heißt, das kommt jetzt, muss ich wieder schauen, genau, mit den Schrauben nach innen. So. Und das muss dann so. Aber was ich jetzt mal mache, ich ziehe jetzt einfach mal eine Seite auf, zum Testen, ob die Tonabnehmer und die Elektronik und das alles funktioniert. Also, gleich gibt es den ersten Soundcheck. So, hier steht schon mein Marshall bereit. G30 RCD, alter Transe. Transistor-Kombo. Hier die Gitarre. Ich mache jetzt dann gleich die Folie weg. Hier die Seite, ich habe es gerade verglichen. Das ist ein 10er. 10er E-Seite, der Tiefe. Also ist das wahrscheinlich ein 10er E-Gitarrensatz. So, machen wir die Folie weg. Auch von den Pickups. Das kommt jetzt mal runter. Dann glänzt das schon mal ganz ein bisschen mehr. Da ist nochmal eine Folie drauf. Das ist ja witzig. Oh, wir haben den ersten Ton. Wir stecken den Verstärker an. Alle Potis sind zu. Ich schalte den Verstärker ab. Drehen wir ihn ein bisschen auf. Okay, jetzt steigt die Spannung. Ich drehe alle Potties auf. Es pumpt schon mal. Ja, mit der Erdung. Ich schlage es jetzt einfach mal erstmal. Wow! Es funktioniert. Und der nicht. Warum funktioniert der nicht? Das Volume Potty funktioniert auch. Pumpt ein bisschen, das Brummen wird stärker und ganz stark. Also ich habe keinen Stromschlag gehört. Ja, das klingt wie der Halstonabnehmer. Da muss ich jetzt mal den bei den Toggle Switch drehen und dann schauen, was mit der Elektronik da drin nicht stimmt. Scheiße! Okay, viel Ruhige weiter. So, wie ihr seht, habe ich die Gitarre jetzt noch mal ein bisschen zurückbauen müssen, aber ich habe jetzt die Ursache gefunden, warum der
fucking Bridgeton hat, nämlich nicht funktioniert hat. Ganz einfach. Und zwar hat sich da, seht ihr das? Das Ende muss dahin. Das war hier. Das ist halt die Verbindung zu dem Steckschuh. Das war hier verbunden oder abgedeckt mit diesem Isolier, mit dem Schrumpfschlauch. Und die habe ich jetzt entfernt und jetzt habe ich es gefunden. Jetzt muss ich jetzt das doch hier mit Löten machen. Jetzt löte ich das zusammen und dann müsste es eigentlich funktionieren. Hab mir auch schon einen Ersatztonabnehmer hergelegt, falls der Tonabnehmer kaputt ist. Der ist von meinem alten Ibanez, aber den brauche ich jetzt anscheinend nicht. Hoffe mal, das funktioniert, nachdem ich das geflickt habe. Nachdem der Bausatz ja eigentlich für Löten-Jubis gedacht ist, also für Leute, die nicht löten können, gibt es jetzt trotzdem ein bisschen Lötspaß. Und ja, mal ein paar kurze Worte zum Löten, was braucht man alles? Ganz wichtig natürlich Lötzinn, also die Rolle, so eine Rolle, keine Ahnung, ich habe bei mir ewig, also ich glaube, ich habe noch nie eine andere Rolle gehabt als die da. Also Lötzinn, dann natürlich Lötkolben. Am besten kauft man sich so einen Ständer dazu. Daneben liegt der Lötschwamm, auch ganz wichtig. Was auch sehr hilfreich ist, das seht ihr da. Da habe ich jetzt schon was eingespannt. Das ist so eine, ja, so eine dritte Hand. Das sind so zwei so Krokodilklemmen und so ein kleiner Fuß. Und die hält jetzt mir das Kabel fest. Und dann löten wir jetzt mal das an. Also von dem Tonabnehmer war, die Masse war halt nicht verbunden. Und die Masse löten wir jetzt wieder hin. So. Der alte Tauchsieder. So schnell geht es. Löten macht doch Spaß. Okay, jetzt testen wir das Ganze nochmal. Und zwar habe ich da so ein Multimeter da. Also es ist jetzt so Durchgangsprüfer und da kommen wir halt ja, Widerstand und so messen und jetzt schauen wir mal, ob da der Kontakt jetzt wieder da ist. Da schaut schon das Ding da raus. Das ist dieser Fuß, wo der Tonabnehmer ja quasi auf der anderen Seite rauskommt. Jetzt nehmen wir mal hier die dritte Hand wieder weg. Das Multimeter schalten wir ein auf Ohm. Und messen jetzt da, ob da jetzt wieder was kommt. Ja, jetzt zeigt er 11,05 Kiloohm hat der Tonabnehmer. Passt, das heißt, jetzt müsste er funktionieren. Jetzt muss ich das da wieder abisolieren. Und alles wieder zusammenbauen. So, ich bin zurück. Die Potti-Knöpfe habe ich jetzt schon mal aufgemacht. Jetzt fehlen noch, genau, die Gurtpins. Und zwar sind das relativ große Tüten. Da haben wir nur die zwei Schrauben dazu. Und zwei Gummis. So. Gurtpin Nummer 1 und der zweite Gurtpin. Bei der SG, bei der Gibson SG sitzt der da, bei vielen anderen Gitarren sitzt der da am oberen Horn, mit der Gitarre sitzt er hier. So, tight ist er. Okay, jetzt ist eigentlich alles montiert. Genau, und dann gibt es einen Abschlussbericht.
Musik.